Heute bei mir auf der Theke eine Small Batch Rotweinabfüllung von Aaron. Habe ich mir so als Alternative ausgedacht zu den Kernsortiment Weinfinish Geschichten. Lohnt sich das? Schmeckt mir das? Wir werden es gleich wissen. Hallo und herzlich willkommen zum Whisky Turntable. Ich gebe zu, ich bin nicht alleine auf die Flasche gekommen. Ich wurde von einem guten Whisky-Freund darauf aufmerksam gemacht. Und das passte ja wirklich perfekt, muss ich echt sagen. Denn die haben im Bereich, da hinten stehen sie, eben Weinfasslagerung, doch so im Standardsortiment nichts. Aber sie haben diese Small-Batch-Serie. Übrigens dieses Bild hier vorne, das gefällt mir. Warum, weiß ich nicht, aber da hat die Marketingabteilung gute Arbeit gemacht. Diese Dosen findet man auf jeden Fall häufiger und sind immer unterschiedliche Weinfässer, so wie ich das bis jetzt gesehen habe. Vielleicht gibt es da auch Sherry, Port und normale Ex-Bourbon, ich weiß es nicht. Klärt mich auf, wenn ihr es wisst. Von Fassstärke habe ich hier nichts gefunden. Ich bin ja so ein bisschen argwöhnisch und muss sagen, wenn ein schottischer Whisky etwas hat, was positiv ist, dann schreiben die es drauf. Dreimal, viermal, fünfmal, aber sie schreiben es drauf. Hier steht nichts von Fassstärke. Allerdings 54,9 Volumenprozente ist jetzt so eine krumme Zahl, da denke ich irgendwie wieder an eine Fassstärke. Anders kann ich es nicht sagen. Nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert. Ich blende euch die Farbe mal ein. Alles in Ordnung, aber da hinten das Amarone-Finish, italienischer Rotwein, grob gesagt, ist ja doch so ein bisschen rötlicher. Also jetzt das Foto seht ihr nicht, da müsstet ihr dann das Video anklicken. Oh, habe ich clever gemacht, ne? Nein, aber Farbe finde ich dann doch ein bisschen hell. Übrigens, diese Flasche finde ich persönlich schöner als da hinten diese neue Auflage. Ich kann es euch nicht sagen. Die sieht irgendwie so ein bisschen wirklich alt aus. Und das da hinten sieht irgendwie so neu gemacht aus und soll irgendwie, weiß ich nicht, alt wirken. Gut. 1920 Flaschen und die waren exklusiv für die Niederlande. Ja, ich kaufe da mal gerne bei unseren Nachbarn ein. Denn Farkless hatte ich ja schon 15 Jahre für die Niederlande. Letztens Glen Ellachie. Und ich hoffe, da kommt noch mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. So, was haben wir denn? Ich habe mich noch so ein bisschen vor den Namen gedrückt. St. Emilion. Wikipedia geguckt. Eines der berühmtesten Weinanbaugebiete in, was weiß ich, dem mittleren Westen von Frankreich. Nein, ich weiß es nicht. Aber da stand wieder wirklich was von berühmt dabei. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich bezüglich Wein google, dann sind das immer die berühmten und ich kenne sie nur nicht. Die Whisky Base sagt, oder das steht auch auf der Dose, Flasche, nein, auf der Flasche, auf dem Rückenetikett, 2009 gebrannt und dann von der Whisky Base angeblich rausgefunden, 27.05.2019, also erst 9 oder 10 Jahre alt. Ein Bottle Code habe ich nicht gefunden, ich weiß jetzt nicht, wo sie es her haben. Okay. Ich nehme ihn jetzt erstmal so. Ich glaube, der wird einfach zu stark sein. Sage ich es mal so direkt, wie ich es glaube. So. Ja, viel Alkohol und ein wenig nichts dahinter. Zitrusnoten. Zitrusnoten kommen durch. Hatte ich bei den dreien da hinten so gut wie gar nicht. Also das Ganze fühlt sich hier etwas roher und rauer an. Puh, der Alkohol sticht ganz schön. Die da hinten haben ja auch 50 Volumenprozente, ne? Das ist ja positiv zu erwähnen bei der Serie. Nicht, dass man die immer braucht, aber man hat's, ne? Man kann es ja trotzdem verdünnen. Habe ich da hinten auch gemacht. Ein
eine komische Zitrus, Alkohol, Eukalyptus und dann noch so was Komisches, was man manchmal so auf dem Weihnachtsmarkt bei solchen Süßigkeitenständen in der Nase hat, habe ich hier. Nein, also das, da weiß ich nicht, wie man das Fass aufmachen kann, das rausziehen kann und sagen kann, das ist so super, das füllen wir ab. Nein, tut mir leid, also ich muss es vielleicht gleich ein bisschen verdünnen, also. Es entwickelt sich jetzt so ganz langsam. Ich hatte ihn jetzt bestimmt 10, 15 Minuten im Glas. Nicht, dass ihr mit runterschreibt, oh, muss mal länger ziehen lassen oder so. Es entwickelt sich so ganz langsam eine Süße darunter. Und alles mit einem Zitrusbelag dabei und ein bisschen Eukalyptus. Eine leichte Erdbeernote habe ich hier wieder. Hatte ich vorhin schon mal. Ich glaube beim... Ne, ich weiß es nicht mehr. War es der Port? Leichte Erdbeer? So ein leichter Fassrauch, nenne ich das mal. Manche Leute sagen immer, da ist aber Rauch drin. Da ist Rauch drin. Das sind Brennereien, die gar nicht rauchig produzieren. Und dann wird ja oft gesagt, das kommt aus dem Fass. Ich kann dem nicht folgen, aber glaub das. Also was heißt folgen? Ich hatte das noch nie in dem Sinne, dass ich geglaubt habe, der ist auf jeden Fall rauchig. Hier habe ich auch den Eindruck, als hätte der irgendwie so 2-3 ppm oder lass es 4-5 sein. Ich weiß nicht, wo das bei mir anfängt. Aber ganz komisch, diese Zitrusnote, Eukalyptus, so Weihnachtsmarktgewürz, ne, Süßigkeitenstand, da bleibe ich bei. Von der Süße her und dann. Ja, dann das. Den verdünnen wir gleich. Ich nehme ihn jetzt einmal. Kommt der Weineinfluss besser durch. Also das mit dem Rotwein steht da nirgendwo drauf. Das habe ich von Wikipedia. Vielleicht ist es auch ein Weißwein. Deutlich mehr Süße. So Traubennoten. Ein bisschen erdig ist er. Die Zitrusnote ist auch immer noch da. Ich denke mal, die kommt vom Brennereicharakter. Obwohl bei den anderen, bei den dreien dahin hatte die keine Chance. Eine Zitrus-Rauch-Assoziation. Ich tue da Wasser dran. Generell denke ich mal so ein, wie nennt man das? So ein Rohdiamant. Ja, vielleicht ein Rohedelstein. Den muss man so ein bisschen noch rausputzen. Und wer darauf Lust hat, ist da auf jeden Fall besser aufgehoben als da hinten. Also die da hinten sind wirklich durchgestylt. Massenprodukt. Auch wenn Aaron ja jetzt nicht in jedem Supermarkt steht. Aber doch sehr, sehr massenkompatibel. Und hier habe ich schon was Wilderes. Ich glaube, ich finde das mittlerweile irgendwie spannend, diese Zitrus-Rauch-Assoziation. Ah, ich dachte, ich kann es jetzt ein bisschen verstärken mit Wasser, aber nee. Jetzt kommt er mir wie so ein ganz leichter vor. Zitrus, Vanille, fast so ein bisschen Inselcharakter. Irgendwie sowas raues, erdiges, obwohl ich das jetzt nicht als Inselcharakter sagen würde. Mir liegt das Wort maritim auf der Zunge. Mit ein bisschen Rauch. So ganz leicht Meeresbrise mit, wie gesagt, 2-3 ppm Rauch. Und dann setzt die Süße vom Wein ein. Die Frucht ist jetzt so ein bisschen wieder verschwunden. Ja. Oh, Wasser tut ihm
Nein, tut ihm auch wirklich richtig gut. Er wird viel vollmundiger. Breitet sich schön in den Backen aus. Längerer Abgang. Schöne Süße. Er kommt allmählich, mein Rotdiamant. Ne, Edelstein, ne? Immer noch stark. Also ich denke, ich kratze 50%, 49%. Ich denke, wer den St. Emilion Wein mag, wird den lieben. Nein, ich weiß es nicht. Also ist auf jeden Fall was für Puristen. Wer Aaron mag, Weineinfluss mag, ist hier auf jeden Fall richtig. Ungehobelt, wer damit auch klarkommt, ist kein Gentleman. Ich nehme jetzt auch nochmal einen Schluck, aber ich muss echt sagen, diese Zitrus, leichte Rauchnote, jetzt mit Wasser verdünnt, so ein bisschen mehr, ja, wieder Vanille, die da durchkommt und irgendwie ab und zu diese Spinnerei von einer Maritim-Assoziation oder vielleicht so ein bisschen Fehlnote vom Fass. Also ist es irgendwie, aber die ist nicht penetrant. Also ich, wenn man wirklich so eine Fehlnote hat, dann steht die ja so im Raum und boah, ich hatte das so ein, zwei Mal, ich sag's jetzt laut, hinten beim Sutern hatte ich ein Sample von dem Vorgänger rausgeholt und da hatte ich das Gefühl, dass der eine Fehlnote gehabt hat. Also, boah. Hatte ich ein paar Mal, also drei, vier Mal zum Glück. Toi, toi, toi. Aber also so extrem, dass ich es nicht mehr trinken wollte. Und hier gerade mal so, sag ich mal, auch so 5-6% davon. So irgendwie macht das Ganze so ein bisschen spannend. Wieder meine Erdbeere, aber sehr, sehr leicht, so wie wenn man wirklich an so einem Erdbeerfeld entlang geht. Es ist ja eine Vollreifung. Ich vergleiche es ja die ganze Zeit mit dem Finish. Das Holz finde ich aber recht dezent dafür. Gut, so ein Weinfass kann auch aus amerikanischer Eiche sein. Ne? Es ist Holz da, es fehlt nicht. Aber irgendwie, dass man so wie bei manchen der Sherry-Bombe sagt, oh boah, europäisches Holz, sehr wahrscheinlich noch frisch oder so. Nee, eher das Gegenteil. Nicht schlimm, zieht sich so langsam runter, bildet hinten so eine Assoziation zwischen ganz leicht Schokolade und dann, als hätte man davor nochmal so eine Katjes, Lakritz-Katze gegessen. Aber schon so 30 Minuten her, sagen wir es so. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, was kostet das Ding? 50 Euro. Ist auch noch zu haben. Ja, Kaufempfehlung spreche ich jetzt nicht aus. Wie gesagt, ich habe die Zielgruppe genannt. spannend auf jeden Fall. Muss ich ganz klar sagen. Ich fände es schön, wenn die einfach das mit dem Alter angeben. Auch wenn er nur vielleicht, ich meine, 10 kannst du doch sowieso draufschreiben. Hatten sie Angst, weil es eine 9 ist? Ich weiß es nicht. Ist doch irgendwie affig. Ja, die da hinten kosten unter 40, je nachdem, wie man wo einkauft. Aber riesig ist die Spanne auch nicht mehr. Also wer so ein bisschen sich so absetzen will, ne, will ja irgendwie jeder, will ja was Besonderes sein und so, der fährt dann hiermit besser, wenn er, wie gesagt, so ein bisschen auf was Raueres steht. Rotwein haben wir da hinten ja den Amarone. Ich musste kurz gucken. Der da hinten ist wirklich schön, wirklich süffig. Kann man so irgendwie am Abend mit ein paar anderen Freunden, die schon mal was höherprozentiges trinken, wirklich wegsabbern. Er hier erfordert dann doch so die ganze Aufmerksamkeit. Sagen wir es so. Okay, in dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.